Hallo und herzlich willkommen zum ersten Bertalanffy-Podcast im neuen Jahr. Mein Name ist Jonathan Schmidt und wie sonst auch haben wir zwei Mitglieder aus einer Arbeitsgruppe am Center for Organismal Studies an der Universität Heidelberg heute eingeladen. Mit mir im Mikrofon sind Professor Alexis Meisel und Michael Stitz, ein Postdoc aus dem Lab. Hallo, super, dass ihr hier seid, schön, dass es geklappt hat. Seid ihr so gut, stellt euch kurz selber vor. Ja, schön, dass wir hier sein können. Ist ja auch nicht immer so einfach. Ganz kurz zu mir. Ich bin, wie du schon gerade gesagt hast, Michael Stitz. Ich bin Postdoc bei Alexis Meisel in der Gruppe. Und ich bin seit 2015 hier in Heidelberg und bin 39 Jahre alt, habe eine kleine Tochter und mir gefällt es sehr gut hier. Soweit kann ich das sagen. Ja, vielen Dank, Jonathan, für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, ich bin Professor am COS, also ich bin am COS seit 2010. Ich bin 46 Jahre alt und ich habe zwei Kinder und ja, Heidelberg gefällt mir auch. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, um hier zu arbeiten. Wie seid ihr nach Heidelberg gekommen? Kurzer Umriss eurer Karriere. Darüber wollen wir später noch genauer drüber reden, aber einfach, dass wir so ein bisschen wissen, woher ihr kommt. Ja, also vorher, ich war für ein paar Jahre Wissenschaftler, so Staff Scientist in Frankreich, beim CNRS. Ich bin auch gebürtiger Franzose, inzwischen Deutsch auch geworden, aber mein Akzent zeigt, es ist leider sehr, sehr viel französische Wurzel da in mir stehen. Ich habe für den CNRS für ein paar Jahre gearbeitet und hatte die Gelegenheit in 2010 hier meine Forschungsgruppe, meine Arbeitsgruppe hier zu kreieren und deshalb bin ich hier gekommen. Ja, also ich habe witzigerweise vorher auch schon mal für einen Franzosen gearbeitet, während meiner Doktorarbeitszeit in Jena. Die habe ich gemacht, nachdem ich in Aachen Biologie studiert hatte. Und mein ehemaliger Betreuer, Emmanuel Gaccarell, der ist dann nach Heidelberg gegangen, um hier Juniorgruppenleiter zu werden. Und der hat dann ein ziemlich tolles Projekt mit Alexis zusammen aufgesetzt und hat mich damals gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, auch nach Heidelberg zu kommen. Und weil die Zusammenarbeit tatsächlich immer sehr gut war mit ihm und jetzt auch mit Alexis, konnte ich damals auch nicht Nein sagen und habe tatsächlich mal meine Themen gewechselt und bin nach Heidelberg gekommen. Und das habe ich bisher nicht bereut. Was hat euch so an der Biologie gereizt, dass ihr euch für die Bio entschieden habt und nicht für euren eventuellen Plan B, wenn ihr einen hattet? Was ich am meisten faszinierender finde in Biologie ist, wie diese hochkomplexe Maschinen wie Organismen oder Zellen oder mehr Organismen, wie die Form von diesen Organismen sich entwickelt. Wie die Form entsteht. So die Kernfrage von Entwicklungsbiologie, wie man von einer einzigen Zelle, die sich vermehrt, immer das gleiche Form, das gleiche Organismus rauskommt. Immer, immer, immer. Und das hat mich enorm fasziniert und es ist noch der Fall, weil wir verstehen ein bisschen, aber wirklich noch nicht alle. Und ich finde das absolut unglaublich schön zu sehen, zu beobachten und teilweise auch zu verstehen, wie diese sehr hochkomplexe Maschine sich funktioniert, um diese Ergebnis zu produzieren. Und das schon von Kindheitsbeinen an? Ja, relativ nah. Ich wollte als Kind immer Wissenschaftler sein. Wirklich, ich war fünf oder sechs, ich wollte Physiker sein. Das war wahrscheinlich zu kompliziert. aber ich wollte immer Wissenschaftler sein. Und wenn ich Wissenschaftler geworden wäre, weiß ich nicht, vielleicht wäre ich heute ein Architekt, wo man Sachen baut und ist ein bisschen kreativ und auch ein bisschen Freiheit. Also bei mir ist das witzigerweise diese Faszination für die Form, die kam erst ein bisschen später, aber tatsächlich bei mir steckt das Interesse an Pflanzen schon, das habe ich schon seit der Kindheit tatsächlich. Ich weiß, ich habe irgendwann mal so eine Ackerwinde ausgegraben und habe mich einfach in so eine alte Blechdose gesetzt, weil ich das einfach so faszinierend fand, wie sie halt immer schön nach oben wuchs und immer ihre Orientierung geändert hat. Und fand ich einfach immer total faszinierend. Habe dann auch nach meinen ganzen Geschwister genervt, weil ich immer Dokumentationen gucken wollte, während sie häufig, ich war auch dann zum Teil älter, lieber Talkshows gucken wollten. Es gab dann
häufiger Dissonanzen zu Hause. Und tatsächlich war das aber bei mir immer, Biologie war immer eines meiner absoluten Hauptinteressensgebiete. Und dabei witzigerweise immer Pflanzen. Weil, ich meine, das ist dann alles erst später gekommen, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt. Die gibt es halt, ich weiß nicht, 100 Millionen Jahren. Ich kann mich mit den Zahlen dann doch nicht ganz aus, aber schon sehr lange. Und erheblich länger als Menschen. Und die sind immer noch da. Und ich meine, man kann einfach mal die Frage stellen, wir alle essen die, also Tiere, wer auch immer. Und trotzdem ist die Erde zum Großteil grün, wo wir nicht halt gerade was dagegen unternehmen. Und wie schaffen die das? Das fand ich einfach immer total faszinierend. Und dann dieses Interesse an diesen Formen kam bei mir tatsächlich dann erst ein bisschen später. Und ich habe auch zeitweise an Blütenentwicklung gearbeitet gehabt, genau. Und das war jetzt fast die logische Fortsetzung, hier an Wurzeln dann zu arbeiten, könnte noch später. Ja, Plan B. Tatsächlich hätte ich, glaube ich, ich habe da nie richtig drüber nachgedacht. Das kann man Biologie und Biologie, das wäre so Plan B. Aber Plan C war tatsächlich dann eher, also Geografie finde ich faszinierend und Soziologie. Das wären noch so Sachen gewesen, die mich total mitgerissen hätten. Aber ich musste erstmal Plan A und Plan B abarbeiten und deswegen bin ich jetzt immer noch bei B wie Biologie. Exakt. Wie Pflanzen. Ah. Genau, wie Pflanzen. Genau. Man kann ja nicht nur an der Universität forschen, sondern auch in der Industrie oder an anderen Instituten außerhalb von Universitäten. Warum habt ihr euch für die Universität als? Ich habe nie in einer außerakademischen Umgebung gearbeitet, so ich kann nicht wirklich sagen, wie in die Industrie läuft, aber für mich, was am wichtigsten in dem Beruf ist, ist die Freiheit. Dass ich bin frei, wir sind frei, ja, fast 100% frei, um zu entscheiden, woran wir forschen, unser Alltag zu organisieren. Und diese Freiheit, ich schätze enorm vor. Und das ist auch für mich das Hauptpunkt, warum ich mache dieses Job, und es ist gut, aber es ist auch ab und zu anstrengend, und es ist auch für mich die größte Werte, dass ich an meine Leute gespiegelt werden. So, ich nehme mir Freiheit, aber ihr habt auch Freiheit. Wir wollen alle zusammenarbeiten, aber diese Freiheit ist für mich am wichtigsten. Und ich bin nie sicher, dass in außerakademischer Umgebung, so beim großes Konzern, es kann immer passieren, dass jemand über dich sagt, okay, das war super, du hast drauf 6-7 Jahre gearbeitet, aber Shareholders haben eine andere Meinung und the hot stuff right now ist das, und dann Schluss damit, du fängst an. So, das kann sehr schön sein, aber ich aber ein kleines bisschen Problem mit Autorität. Ja gut, aber auch im akademischen Bereich ist man ja daran gebunden, dass man Gelder akquirieren kann. Stimmt. Und wir haben alle einen Chef. wir sind nicht so Freikünstler und und haben unendlich Geld. Wir müssen darauf ab und zu kämpfen. Es ist schwierig, aber das lohnt sich, weil es ist motiviert durch diese, das kommt von uns, wir wollen das, wir sind sicher, wir glauben, das ist sehr, sehr interessant, wir wollen darauf arbeiten, so dann wir probieren die anderen zu überzeugen. Es kann auch wie ein Startup oder etwas, du hast eine tolle Idee und du möchtest das unbedingt verfolgen. Und für mich das ist eine Art von Freiheit, das war die Gelegenheit, nach deiner Wahl deine eigene Idee zu verfolgen. Und ja, Price to Pay ist Grant zu schreiben, Paper zu schreiben. Okay, Lehre braucht, aber es lohnt sich am Ende. Michi, bei dir? Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie Alexi das gerade beschrieben hat. Ich meine, ich habe tatsächlich, das einzige meine richtigen Arbeitserfahrungen außerhalb der Akademie sind halt, ich war mal Altenpfleger für eine Zeit nach dem Zivildienst
Und das ist natürlich was ganz anderes. Das war auch, das hat sehr viel zurückgegeben, muss ich sagen, aber es war was ganz anderes. Und danach habe ich zwar auch im akademischen Bereich gearbeitet, am Max-Planck-Institut in Jena halt, das war keine Uni, da hatten wir keinerlei Lehre. Da hatte ich aber tatsächlich das am ehesten Geschmack dafür bekommen können, was Alexi gerade beschrieben hat. Ich meine, du bist die treibende Kraft, du kannst mehr oder minder entscheiden, wofür du deine Forschungsarbeit einsetzen willst. Und ich habe es damals auch geschafft, meinen Chef, also Emanuel, zumindest mit ins Boot zu holen, diesem Blütenentwicklungsprojekt, was ich da bearbeitet habe. Das war nicht ursprünglich meine Aufgabenstellung, aber es war interessant genug, ich konnte davon überzeugen. Und das hat halt auch sehr viel Spaß gemacht und das habe ich da auch gelernt. Aber was du gerade meintest mit dem Unterschied zur Industrie zum Beispiel, was ich hier sehr an der Uni geschätzt habe, ist tatsächlich mit Studenten zusammenzuarbeiten, Betreuungsarbeit. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Und das ist mir zumindest meistens auch so gespiegelt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob du was anderes sagen kannst. Aber tatsächlich hatte ich da sehr viel Spaß dran. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt, also das habe ich vorher Max Planck so nicht erfahren. Dass, die Gelegenheiten gab es dann nicht. Und das ist etwas, was ich im Allgemeinen vermissen würde. Aber was Alexi gerade beschrieben hat in der Industrie, in der Tat ist es wahrscheinlich so, dass dann Fragestellungen, die man sehr mag oder an die man sich halt gewöhnt hat, dass sie tatsächlich einfach einkassiert werden können, wenn halt die Shareholder zum Beispiel eben sagen, nee, brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ich glaube, ich kann es mir trotzdem sehr interessant vorstellen, aber es hängt davon ab, was die Industrie in Anführungsstrichen als Fragestellung oder als Produkt oder als Interessensgebiet hat. Und ich glaube, wenn man da einigermaßen d'accord mit ist und das auch, ne, das heißt nicht versteht, aber dafür einstehen kann, dann tut das vielleicht nicht ganz so weh, weil ich glaube, echt diese Freiheit dann genommen zu bekommen, wenn es halt nicht seine eigene Entscheidung ist, ich habe nicht ganz so viele Probleme vielleicht mit Autorität wie Alexi, aber das kann ich nachvollziehen, sagen wir es mal so. Und von daher gesehen, ja, also bisher ist es nicht dazu gekommen, aber also interessant wäre es vielleicht trotzdem auch auf lange Sicht mal. Ja. Also, um einen Kommentar zu machen zu deinem, ich weiß nicht, ob du das so auch gesehen hast, ich sag mal so viel, ich hatte selten so viel Spaß in einem Praktikum mit dir. Das war sehr unterhaltsam. Dann bin ich sehr froh, dann haben wir das beide richtig gemacht. Das ist gut zu wissen. Gut, ich glaube, jetzt haben wir so die Motivation und so den Grund etabliert, warum ihr hier an der Uni forscht. Und jetzt würde ich sagen, ist es an der Zeit, dass wir einfach mal drüber reden, worüber ihr denn forscht. Ihr habt Pflanzen schon erwähnt, aber woran arbeitet ihr genau? Was untersucht ihr? Was möchtet ihr herausfinden? Ja. Ich kann vielleicht anfangen. Unsere Abteilung heißt Entwicklungs- und Zellbiologie der Pflanzen. Wir sind interessiert, wie Zellen sich, wie die funktionieren, um bestimmte Formen beim Pflanzen zu schaffen. Besonders, wir studieren die Wurzelsystem, den Wurzel von einem Plant, die Arabidopsis thaliana, die Akashmalwand. Das ist unsere so Fruchtfliege für Pflanzbiologen. Das ist so eine komplett uninteressante Pflanz. Das ist kann man nicht essen, schmeckt sehr bitter. Ist klein, aber hat sehr schöne Blüte und mein Genom ist seit mehr als 20 Jahren voll sequenziert. Mal ganz viel Werkzeug und Techniken, um diese Pflanze zu studieren. Wächst schnell und von den Wurzeln. Die Wurzeln sind durchsichtig, sind einfach gebaut mit nicht so viel Zellen, ganz stereotype Platzierung von diesen Zellen. Aber das ist auch ein sehr gutes Modell für ganz viel so Grundlageprozess beim Pflanzenentwicklung. Und was was uns besonders interessiert, ist, wie die Seitenwurzel von dieser Pflanzen sich entwickelt und warum. Es ist ein sehr schönes Modell, um zu verstehen, wie Form entsteht. Weil man fängt mit 6 bis 8 Zellen und sie vermehren sich und die machen ein kleines Dom, so ein Plump. Und diese Primordium heißt es, wächst und drückt gegen die anderen Zellen und macht sich einen Weg raus. Und weil es wächst und die Zellen sich vermehren, dann es organisiert sich in eine Art, das ist wie die Mutterwurzel, so die Hauptwurzel ist. Und das macht den Pflanze ständig. Und es ist sehr wichtig für den Pflanzen, für Arabidopsis, für jede Pflanze, wie
weiß genau, sicher, dass diese Seitenwurzeln sich entwickeln, weil das ist, wie die Wurzeln im Pflanz seine Umgebung entdeckt und geht es nach Wasserquelle oder Nährstoffquelle und kann das aussaugen. Okay, so ja, das ist der Prozess, das wir studieren, und was wir nutzen, ist eine Mischung von Mikroskopie, Molekulargenetik, Zellbiologie, um zu verstehen, was passiert. Das Beschreiben ist sehr wichtig in Biologie, aber es ist nicht nur, und auch verstehen. So, wir machen Experiment, wo zum Beispiel eine bestimmte Funktion nicht mehr aktiv ist, weil wir glauben, das ist vielleicht wirklich wichtig für diesen Prozess, und dann schauen wir, was denn passiert. Das war jetzt so ein Gesamtüberblick, ja? Ja. Und Michi, an was konkret arbeitest du dann? Ich kann das nochmal bestätigen, was Alexi gesagt hat, und ich kann noch mehr vielleicht bei meinem Projekt ins Detail gehen, genau. Also in der Tat, wonach wir schauen, ist im Prinzip einfach, also wonach ich schaue, ist im Prinzip der Zusammenhang zwischen dem Primärmetabolismus und diesen Entwicklungsprogramm, die Alexi gerade beschrieben hat. Weil tatsächlich Primärmetabolismus ist. Primärmetabolismus, ja, vielleicht nochmal darauf einzugehen. Das heißt im Prinzip einfach die Verfügbarkeit von Ressourcen, sprich Energie, Grundstoffwechsel, sprich Carbohydrate, Zucker, das, was die Pflanze selber halt über ihre autotrophen photosynthetischen Aktivitäten halt produziert, was sie dann selber in das System einbaut auch. Weil wenn man wachsen will, man kann sich das, glaube ich, am ehesten vorstellen, wie wenn einer von uns ein Haus bauen möchte, dann geht er zur hauseigenen Bank sozusagen und guckt einfach, okay, wie viel Kredit habe ich, und dann kann ich danach entscheiden, was ich bauen kann und was ich nicht bauen kann. Und diese Hypothese hatten halt Alexi und Emanuel damals auch, und wir wollten halt einfach gucken, ob das denn überhaupt so stimmt und wenn denn dann halt in diesem System der Seitenwurzeln, inwiefern die Pflanze das denn dann überträgt, wie reguliert sie das? Und was wir halt zeigen konnten, ist in der Tat, dass die Pflanze halt hochgradig davon abhängig ist, wie viel Ressourcen zur Verfügung stehen, und dass diese Ressourcen im Prinzip, wie soll man das am besten sagen, also die Pflanze hat einen sehr guten Überblick darüber, was sie verfügbar hat und was nicht. Und wenn die Verfügbarkeit von Ressourcen eingeschränkt ist oder wir der Pflanze sozusagen mit unseren molekularbiologischen Methoden vorspielen können, dass sie bankrott ist, dass sie keine Ressourcen mehr hat, dann hört sie auch auf, Seitenwurzeln zu bilden. Und den genauen molekularen Mechanismus, den versuchen wir noch weiter zu entschlüsseln. Das sah erst relativ einfach aus. Also gerade wenn man sich einfach diese Pflanze vorstellt, du hast die gesehen, Arabidopsis, kann ich Alexi nur noch mal beipflichten, sieht extrem langweilig aus, aber es ist echt ziemlich komplex, und wenn man sich da mal ein bisschen eingefuchst hat, wow, es ist echt ziemlich beeindruckend, was so ein kleines, Entschuldigung, Unkraut tatsächlich machen kann. Das ist wirklich beeindruckend, und allein die Tatsache, dass es so effizient als Unkraut ist, sagt schon einiges darüber aus, wie anpassungsfähig und effizient sie ist, mit ihren Seitenwurzeln zum Beispiel noch die absurdesten Lebensbedingungen zu überstehen. Das ist schon beeindruckend. Sollte sie nicht, wenn sie keine Ressourcen hat, neue Seitenwurzeln ausbilden, um neue Ressourcen zu bekommen? Das ist witzigerweise jetzt bei einer Arbeitsgruppe in Würzburg mehr oder minder gezeigt worden. Es hängt davon ab, wie wenig Ressourcen du hast. Ja. Das ist sozusagen deine Investition. Hast du noch die Kredibilität für eine Investition, oder ist die schon weg? Weil wenn du gar keine Ressourcen mehr hast und du auch davon ausgehst, dass das nicht reicht, dann ist es vielleicht einfach schlauer, sich in die nächste Generation zu retten, alles aus der Wurzel rauszuziehen, in die letzten paar Samen, und zu hoffen, dass es nach der neuen Wirtschaftskrise besser läuft. Und das ist auch was Pflanzen erheblich besser abschätzen können als Menschen, glaube ich. Und das ist schon auch beeindruckend. Das klingt ja, also die Etablierung von Seitenwurzeln nach einem sehr, sehr grundlegenden Prozess. Ja. Ja. Und dann war jetzt die Frage, die sich mir jetzt gestellt hat, warum jetzt? Warum ist es was jetzt in 2022 angeschaut wird? Warum ist es was, das nicht schon vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren irgendwann sich mal angeguckt wurde und mehr oder weniger geklärt wurde? Ja, so geguckt, das wurde schon seit langer Zeit, okay, mehr als 30 Jahre. Aber was wir jetzt machen können, ist, über das Gucken zu gehen, weiter weg. Wir beobachten und beobachten ist ein wichtiger Teil von Biologie, aber nicht nur. Wir haben jetzt die Tools, um
durch Modifizierung, so gezielte Modifizierung des Genoms von unserem Unkraut, bestimmte Funktionen zu analysieren. Das, wir, nehmen wir diese Gen raus und okay, was passiert? Wir haben auch wunderschöne Methoden, um die kleinste oder die elementaren Teilchen des Zellens, so die Protein oder diese die Organelle zu beobachten durch Fluoreszenz. Und wenn wir die zwei, diese Hochauflösung Beobachtungskapazität, dass wir jetzt haben, mit dieser Abilität, diese Kapazität, die den Genom oder die mit den Funktionen zu spielen, dann haben wir ein sehr, sehr, sehr starkes Toolbox, um diesen Prozess nicht nur zu beobachten, aber auch zu verstehen. Und das ist nur danke methodologisches Entwicklung, die in den letzten 15, 20 Jahren gekommen sind. Aber den Prozess, und es gibt noch sehr, sehr gutes Paper von 1960, 70, wo die beobachten, und es ist ganz viel, und das ist, wir schätzen das ganz, ganz gut, weil wir müssen nicht alles nochmal von vorne erfinden. Wir können auf die ältere Literatur aufbauen, aber diesen Prozess dann gezielt analysieren. Okay, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier Protein X könnte große Auswirkungen auf die Etablierung von den Seitenwurzeln haben. Wenn ihr das jetzt konkret überprüfen wollt, wie geht ihr davor? Also das ist ganz ehrlich, also vor 10, 15 Jahren wäre das, glaube ich, noch Science Fiction für mich gewesen. Ich bin in dem Bereich wahrscheinlich nicht ganz so tief drin wie Alexi schon seit längerem. Aber die Möglichkeiten, die wir heute an Werkzeugen haben, du kannst nicht nur nach Protein X gucken, du kannst auch gucken, was Protein X, Y und Z dort gemeinsam machen. Weil in unserer Arbeit ist tatsächlich, also Arabidopsis, dieses kleine niedliche Unkraut, ist unser wichtigster Partner und unser größter Gegner. Weil die Pflanze ist so unglaublich plastisch in ihrer Art und Weise mit Veränderungen umzugehen, nicht nur in der Umwelt, sondern halt auch im eigenen System. Das ist so stabil, dass wenn wir zum Beispiel Protein X als Kandidaten haben, wir nehmen Protein X raus, dann denken wir, wow, großartig, wir haben eine Linie geschaffen, da ist kein Protein X, jetzt können wir gucken, was da passiert. Und da passiert gar nichts. Weil dann einfach Protein Y, Z, Q und wer weiß noch, einfach kompensieren und das einfach auffangen. Das System ist tatsächlich so stabil gebaut, dass es einfach gar nicht so einfach ist. Und heutzutage halt mit diesen Methoden, die ich jetzt auch überhaupt erst hier in der Abteilung kennengelernt habe, ob das nun Arbeit mit Polysomen ist, mit der Translationsaktivität, sprich also man hat ja sein Gen, aus dem Gen wird dann ein Protein und dieses Protein ist halt auch verschiedene Modifikationen untersetzt, aber bis wir auf diesem Weg vom Gen bis zum Protein sind viele verschiedene Schritte notwendig. Und die können wir jetzt halt alle tatsächlich nicht nur im einzelnen Bereich angucken, sondern auch großflächig. Und wenn ich dann zum Beispiel das Protein X rausnehme, dann kann ich gucken, wie ändert sich insgesamt das gesamte System. Und das sind halt einfach ziemlich aufregende Fragen und Antworten, die wir da momentan halt beobachten können. Wir haben relativ viele Methoden, so nicht viel, aber ein paar Methoden, um die Gene und die Genprodukte, so die Proteine zu analysieren, was die genau in die Zelle machen. So zum Beispiel, und das ist relativ weit zurzeit berühmt, ist eine CRISPR-Cas-System, das ist eine molekulare Schere. So man kann in den Herbgut von den Pflanzen der Gen rausschneiden oder mehrere Genen zusammen. Und dann entstehen neue Pflanzen, das wir hier im Labor analysieren. Und gucken, was dann passiert. So CRISPR ist so, als bin wirklich war eine großes so Revolution, methodische Revolution für uns. So, wir könnten das auch früher machen auf andere Weg, aber das war nicht so einfach, nicht so schnell, nicht so effizient als CRISPR zum Beispiel. So. Wie sieht denn so ein klassischer Arbeitstag aus? Ne? Seid jetzt hinter Protein X oder hinter Protein X her und kommen ins Labor. Was läuft dann? Puh, also Labor, das ist dann wahrscheinlich eine Frage, die sich hier auf mich noch bezieht. Obwohl es auch Tage gibt, wo du Alexi im Labor treffen wirst. Der klassische Alltag ist tatsächlich, erstmal nach seinen Pflanzen zu gucken. Das ist
das Allerwichtigste. Und, ich habe jetzt Kaffee trinken erwartet, das hat bis jetzt, glaube ich, jeder gesagt. Das kann man nach den Pflanzen machen, weil die Pflanzen sind auf dem Weg zur Kaffeemaschine, kann man sozusagen. So kann man sich das schön reden. Nein, aber sonst vergisst man das halt auch und das ist tatsächlich recht repräsentativ. Das ist zwar ein kleines Unkraut, aber aus unerfindlichen Gründen ist es ein bisschen wie mit Orchideen. Aus den seltsamsten Gründen glauben Leute einfach, viel hilft viel. Und so eine Pflanze fünfmal am Tag zu gießen, fühlen sich Leute wahrscheinlich irgendwie besser mit, es ist einmal die Woche zu machen. Und deswegen vertrocknen bei uns die wenigsten Pflanzen, die meisten ertrinken einfach. Ja. Und es ist halt, ich meine, ich kann es verstehen, die Pflanzen sind uns wichtig, die sind wirklich unser zentraler Lebensalltag. Und Leute haben einfach Angst, dass sie ihre wichtigen Forschungspflanzen verlieren und überwässern sie dann halt einfach manchmal. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber geil. Also nachdem wir nach den Pflanzen geguckt haben, guckt man einfach im Prinzip auf seine To-Do-Liste, die man sich im Idealfall vorher angelegt hat und schaut einfach, welche Aufgaben am wichtigsten sind und arbeitet die dann im Idealfall an. Sei denn, man hat Studenten und mit den Studenten würde man sonst genau dasselbe machen. Man würde die Pflanzen abgeben, man würde die Arbeitslisten erstellen und durchgehen. Und dann halt schauen, wie es halt weitergeht. Das kann dann unterschiedliche Methoden beinhalten, ob das nur eine Mikroskopie ist oder ob das nur ein molekularbiologisch zum Beispiel halt QPCR ist oder ja, also der normale Laboralltag halt dann am Ende ist bei uns. Ja, ja, bei mir normaler Alltag, so ich habe, ich glaube, drei Funktionen oder drei Aufgaben. So, ich bin Forscher, ich bin Hochschullehrer und ich bin Teil eines Instituts und einer Fakultät. So, und es gibt Bedarf zu diese drei Funktionen. So, typischerweise morgen, ich komme und check E-Mail und so gut wie möglich durch die Liste mich zu arbeiten. Das geht schnell, schnell antworten, diese Kleinigkeiten, andere Sachen, Sportzeit, dann ich schreibe mich das auf für später. Ich probiere das für 30, vielleicht eine Stunde das zu machen, Maximum, dann E-Mail zu. Und dann fängt es mit, ich bin ein Morgenmensch. So, morgens ist beste Zeit für mich, um Paper zu schreiben, Review zu schreiben. So, alles, was ein bisschen Gehirnpower braucht, mache ich am Morgens. Dann nochmal kurz vor Mittagessen, nochmal durch den E-Mail Avalanche zu Lawine zu gucken, was inzwischen passiert ist. Nochmal die dringendste Feuer zu löschen. Und ich mache ja, mehrmal die Woche Sport am Mittags. Und dann nachmittags ist, wenn es möglich ist, Meetingzeit. So, ich treffe mit die verschiedenen Leute oder wenn ich Meeting habe oder mache ich das am Nachmittagsbesprechung. Und dann, das ist Besprechung mit die Leute im Labor. So, wir reden über die Fortschritte, was gut geklappt, nicht so gut geklappt, was können wir verbessern, was sind die und so weiter. Und ja, Lehre zu vorbereiten und den ganzes administrativ, so Verwaltung von Institut oder so. Ich bin Teil eines Instituts, so es gibt immer Sachen zu tun, so also Community Service zu machen. Das brauche ich auch am Nachmittag zu machen. Und dann, ja, das ist mein nächstes Aufgaben kommen, Familienvater, so sich um die Kinder zu kümmern, abholen, Taxifahrer zu sein, Hausaufgaben und so weiter. Das ist ja viel. Nicht langweilig. Du hast noch einen Laborplatz, oder? Ich habe noch ein Mini-Mini-Stück des Labors, wo mein Name draufsteht. Ich habe noch ein paar Pipetten. Im Sommerzeit, wenn es ruhig ist, ich probiere jedes Jahr für ein paar Wochen zurück an den Bench zu kommen. Ich mache ab und zu ein paar Cloning und Mikroskopie mache ich noch gerne. Es ist sehr, sehr einfach für mich. Ah ja, ich komme mit zu dir zum Mikroskop. Denn ich habe auch eine gute Idee, eine gute Gelegenheit, nicht im Labor von meinem Rechner zu bleiben und diesen administrativen Kram zu machen. So, ich mache das ganz gerne. So ja, ich habe noch einen Platz, aber das ist weniger und weniger benutzt. Aber ich hoffe in der Zukunft, ich schaffe noch mehr Zeit. Ich möchte nicht, ich bin schon relativ für mein Gefühl, wie sagt man, nicht mehr mit dem Labor, den Alltag, das Labor konnektiert. Das weiß ich nicht mehr, wie lange die Sachen brauchen zu erledigen. Das ist typische PI-Syndrom. Das ist nicht noch gemacht.
Dauert 2 Wochen, Boss. Oh, ja. Früher war ich schneller. Ja, war nicht schneller, aber ich probiere noch ein bisschen ein Gefühl für die Realität der Sachen zu behalten. So. Das ist wichtig für mich. Neben eurer Forschungsarbeit gibt es doch was anderes, für das ihr euch engagiert, nämlich Costco's Green. Und damit ist Green jetzt nicht die Pflanzenarbeit gemeint, sondern was? Tatsächlich auch ein kleines bisschen von der Pflanzenarbeit. Das passt ganz gut, ja. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Man muss irgendwie doch schon in einer Höhle leben oder hinterm Berg, um nicht mitzubekommen, dass wir doch gerade zu einer ziemlich großen gesellschaftlichen Herausforderung stellen mit den globalen Klimaproblemen, die wir halt jeden Tag deutlicher spüren. Und die betreffen halt jeden Lebens- und Arbeitsbereich. Davon sind wir natürlich als Institut nicht ausgenommen. Und momentan versuchen wir halt einfach wieder ein bisschen Aktivität in die Änderungen zu bekommen, die halt notwendig wären, um halt den Forschungsalltag ein bisschen, ich will nicht sagen umweltfreundlicher zu machen, aber etwas klimaneutraler zu gestalten. Und das ist gar nicht so einfach, wie man das sich vielleicht auf dem Papier irgendwie ausdenken würde oder ausmalen würde. Weil es sind ja keine einzelnen Personen, die alleine Entscheidungen treffen, sondern wir sind ja eine Gemeinschaft, wie eine riesige WG sozusagen. So kann man sich das am besten, glaube ich, vorstellen. Und wenn dann einer der Mitbewohner sagt, ey, weißt du, von jetzt an nur noch das, dann können einfach alle anderen sagen, nee, hör mal, es geht aber gar nicht. Und ich habe auch ganz andere Problematiken als die der andere hat und so weiter und so fort. Und das Hauptproblem ist bei all diesen Fragestellungen sowieso noch, dass das ja nicht die Kernaufgabe in diesem Institut ist. Wir sind ja kein Institut für Kreislaufwirtschaft, wir sind auch kein Institut für Klimaforschung. Wir haben natürlich ganz andere Fragestellungen, die normalerweise bearbeitet werden, aber die alle berühren am Ende auch, wie auch unsere Lebensalltage als solche halt, Klimaaspekte. Und jetzt in einem konkreten Fall zum Beispiel ging es darum, einfach eine Biotonne fürs Institut anzuschaffen. Weil wir als Pflanzenleute relativ viel Pflanzen haben und auch relativ viel Erde verbrauchen und die wurde bisher halt, ich traue es mich kaum zu sagen, verbrannt. Zusammen mit den Töpfen. Und das einfach zu trennen und die Erde in die Biotonne zu packen und die Töpfe halt getrennt zu entsorgen und in der Zukunft vielleicht sogar einfach in den Plastemüll, als Plastemüll zu entsorgen. Das sind halt relativ kleine Schritte, die, glaube ich, aber einen relativ großen Impact haben. Und ich glaube, ein Problem dabei ist halt einfach, das kennen wir alle, Gewohnheiten. Ich meine, jeder hat seine Gewohnheiten und die zu ändern ist halt echt nicht so einfach. Und man hat halt mit irgendwas angefangen und dann kommt auf einmal aus irgendeiner Richtung der Sachzwang und sagt, okay, mach das jetzt mal ganz anders. Da gibt es eine ganz normale Trägheit vom Gehirn, so ein bisschen renitent zu sagen, naja, es war aber immer so, das war schon immer gut, das war noch nie anders, da könnte ja jeder kommen. Und momentan sortieren wir einfach aus, wo wir am einfachsten mit dem geringsten Widerstand den größten Effekt erzielen können. Und da war halt diese Biotonne tatsächlich ein Paradebeispiel. Das war halt leicht umzusetzen oder leicht umzusetzen. Und ja, da kann man halt jede Woche, keine Ahnung, 240 Liter Erdmüll im Prinzip einfach kompostieren lassen, statt ihn einfach zu verbrennen. Und man sieht, es geht voran, aber es ist langsam. Trotzdem ist es halt wichtig, glaube ich. Es ist wichtig zu sagen hier, dass dieser Costco's Green, das wird auch bei dem PI diskutiert, was man besser machen könnte, weniger reisen. Zufälligerweise, das ist auch ganz gut in den letzten 2 Jahren passiert, aber wenn er nicht aktiv darüber gemacht. Aber es ist sehr, sehr wichtig zu sagen, dass diese Bottom-up-Approaches, wo die Leute denken, ah, das ist etwas ganz einfach, was gerade Michael beschrieben hat, ist ganz konkret Maßnahmen, das einen Effekt hat. Und diese Minischritt sind für mich viel wichtiger, als nochmal 3 Stunden in einer Sitzung zu sitzen und besprechen, was wir machen können. Ja, okay, wir können darüber sprechen. In der Weise sollten wir das und das machen. Aber das ist konkret und ich glaube, wir müssen, oder es wäre sehr schön, wenn mehr von diesen Initiativen von Ground Up kommen würden. Und die hätten wahrscheinlich größere so Impact und auch höhere Akzeptanz, als wir sagen, ab jetzt wird keine Plastik, Kunststoffpipette benutzt, aber nur
Glas. Weil dann triggern diese Mechanismus, aber es war immer so, es geht nicht für mich und dann Leute wollen nicht mehr und dann, okay, dann für dich ist, sind die Kunststoffpipen noch akzeptabler für dich. So, wenn das von Ground Up kommt, ich glaube, das ist besser akzeptiert. Das ist wichtig und ich glaube, dass ich hoffe, wir haben mehr und mehr in Zukunft von diesen Initiativen. Ja, also ich kenne es halt vor allem aus dem Arbeitsbereich mit Stammzelllinien im Sterilbereich. Ja. Und da ist ja der Plastikverbrauch ist ja da gigantisch. Und gleichzeitig, jetzt gerade spontan jetzt im Gespräch, also mir fallen jetzt wenige Möglichkeiten ein, um das zu reduzieren, ohne gleichzeitig damit die Arbeit kaputt zu machen. Einfach weil das Zeug unglaublich empfindlich ist. Ja, genau. Und es gibt Bereiche, wo das, weil wir können das nicht anwenden, aber was de facto passiert, ist diese sterile Materien, dass wir in Kulturraum nutzen, dann in Umgebung, wo das nicht unbedingt nötig ist, ist hop benutzt, weil die Pipen sind sowieso da und die kosten ein paar Cent, aber nicht so viel. Aber das ist so Gewohnheit, das ist einfacher. Ne? Wir sind ein bisschen faul und aber dann in diesem Bereich, wo das nicht unbedingt nötig ist, dann sollen wir sagen, vielleicht gehen wir auf Glaspipette zurück zum Beispiel. Ja? Die Idee ist wirklich nicht, okay, ab jetzt keiner, das wird nicht klappen. Aber mehr pragmatisch sein. Wo ich sage, okay, hier, das wäre einfach zu machen und dann wir machen das. Und das wird keiner stören. Ja, man kann das, glaube ich, noch ein bisschen so zusammenfassen. Das ist natürlich ein bisschen, manche von den Änderungen sind unbequem, einfach weil das Gehirn noch träge ist. Ich nehme mich überhaupt nicht von aus, also null. Aber das Ding ist halt, was auch echt unbequem ist, ist das, was da draußen passiert. Ich meine, Kanada 50 Grad, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Also wenn man das jemandem vor 10 Jahren erzählt hätte, hätten die dir einfach nur einen Vogel gezeigt, um es vorsichtig auszudrücken. Und diese Änderungen passieren einfach an der Geschwindigkeit, dass ich glaube, wir können es noch lange nicht ausmalen, was da noch auf uns zukommt. Und das werden sehr unbequeme Entscheidungen werden, die wir dann noch treffen müssen. Deswegen stimme ich da Alexi absolut zu. Klar, wenn wir halt jetzt, und auch wie du selber gerade beschrieben hast, wenn der Arbeitsalltag dadurch unerträglich wird, dann klar, dann müssen wir Wege finden, wo wir drumherum können. Aber niemand fragt nach einem perfekten System, wo alles clean und sauber ist. Das wird es nicht geben. Es gibt keine perfekten Lösungen. Aber das ist kein Argument dafür, gar keine Lösung überhaupt erst anzudenken oder überhaupt in Betracht zu ziehen. Und das, was Alexi meinte, in der Tat, es gibt so viele Bereiche im Labor, wo wir unnötig steriles Material in Anführungsstrichen verbrauchen oder wo man einfach althergebrachte Lösungen benutzen könnte. Ich meine, ich habe das auch in anderen Institutionen gesehen, zum Beispiel die Töpfe für die Pflanzen, die werden einfach gewaschen und wieder benutzt. Ey, klingt erstmal total logisch, ja, aber wenn man irgendwo anfängt, arbeitet dort und dort wird es halt nicht gemacht, sondern einfach verbrannt mit allem drumherum, man weiß ja auch gar nicht, wo es hingeht. Darum kümmert man sich ja auch nicht unbedingt. Und im Allgemeinen ist das Problem, glaube ich, was man häufig im Labor hat, ist die Klimakosten als solche, ich will es gar nicht als Kosten benennen, aber die Konsequenzen sind ja nicht auf den Packungen draufgeschrieben. Man sieht das ja nicht. Und wenn dann halt, genau wie Alexi meint, halt so eine Packung Pipetten halt nur ein paar Cent kostet, dann sind das trotzdem noch ein paar Kilo CO2. Und das ist was ganz anderes als die paar Cent, die man ja auch als angestellter Wissenschaftler sozusagen nicht direkt selber bezahlt. Man hat da keinen richtigen Überblick immer drüber. Und trotz allem, wie du es gesagt hast, klar, man kann natürlich jetzt nicht einfach mit Stammzelllinien oder mit Zelllinien arbeiten und dann mit, keine Ahnung, mit irgendwelchem unsterilen Zeug da drin rumwirken. Das geht halt nicht. Aber man muss halt einfach den Weg dazwischen finden und den halt weiter anzufragen und weiter zu durchdenken und immer im Hinterkopf zu haben. Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Sollte ja eigentlich dann auch so in den Naturwissenschaften an die Biologen zurückfallen, da vielleicht als Vorbild voranzugehen, oder? Ja, deswegen, dass wir als Biologen jetzt nach 10 Jahren eine Biotonne haben, stimmt mich zumindest optimistisch. Es dauert vielleicht alles ein bisschen länger, aber es geht. Es geht alles. Es ist halt nicht immer bequem. Man muss die Biotonne rausbringen, das stimmt, das ist nervig, aber solange wir noch was zum Rausbringen haben, ist auch gut. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich mache nochmal einen Sprung. Nämlich, Alexi, du hast in deinem Vortrag, ich weiß nicht, ob es von einem Jahr war ungefähr, hast du so ein bisschen über die Stationen in deinem Lebenslauf gesprochen. Ja. Und du hattest schon viele verschiedene Stationen an verschiedenen Instituten, teil in auch unterschiedlichen Funktionen. Sei das so gut, weih uns mal ein bisschen da drin ein. Wieso hast du den Wohnort so oft gewechselt? Ja,
So kurz zu kurz zusammenfassen. Ich habe studiert in Frankreich, meine Doktorarbeit so, in Paris gemacht. Und dann, das ist auch nicht so, das ist üblich. Ich bin für einen Postdoc nach USA gereist, West Coast in San Diego. Mein Labor, wo ich meinen Postdoc gemacht ist umgezogen während meinem Postdoc nach Tübingen, zu dem Max-Planck-Institut dort. So, ich bin auch mitgezogen. Und dann bin ich noch ein Jahr zurück nach den USA, an der East Coast, New York City, in der Nähe von New York City gereist, dann nach Frankreich beim CNRS und endlich in Heidelberg, sorry. Warum? Weil es gab immer gute Gelegenheit, gute Labor, gute Forschung, Umgebung und ja, als Wissenschaftler ist mein meistens das man muss nicht, aber das ist und ich habe kein Problem auch zu reisen. Das war gut. Ich wollte das ein bisschen in die Welt entdecken und andere Kulturen zu probieren. Ja, aber meistens, das war immer motiviert durch die Möglichkeit von besonders gut Umfeld für meine Forschung und eine besonders interessante Frage, auf besonders interessante Topics zu arbeiten. So, ja. Motivation war meistens so rein wissenschaftlich. Waren das dann einfach Umgebung um das Thema, an dem du ohnehin schon gearbeitet hast, besser anders heranzugehen? Oder hast du eine tolle Umgebung gefunden und hast gesagt, okay, das Thema, da lerne ich mich jetzt mal ein? Wir arbeiten über Pflanzen, aber während meines Studiums und während meiner Doktorarbeit, ich habe aktiv alle Fächer mit Pflanzen umgefahren. Bin umgefahren. Aktiv wollte ich nichts über Pflanzen lernen. Bis meine Doktorarbeit. Und dann, ich habe vielleicht irgendwo bemerkt, vielleicht, das war nicht so gut. Das war ein bisschen doof. Weil es gibt interessante Papers und Sachen, in denen Pflanzen gemacht sind. Und ich habe mich entschieden, für meinen Postdoc zum Pflanzen zu gehen. Und ich wollte mehr mit einem Organismen, der mehr, wo die genetische Möglichkeiten besser entwickelt sind. Und ich wollte noch Entwicklungsbiologie studieren. Das habe so meine Doktorarbeit habe ich auch in Entwicklungsbiologie-Bereich gemacht. Deshalb bin ich nach San Diego gefahren, weil es gab ein sehr, sehr gutes Labor für wie die Studie, wo man studiert, wie die Pflanzen, die Blüten sich entwickeln. Und ich habe gedacht, das ist ein tolles Modell, um Entwicklung zu studieren. Deshalb habe ich das gemacht, ja. Michael, du bist immer in Deutschland geblieben, nicht wahr? Also für die Arbeit. Ja, das ist richtig. Immer am gleichen Ort oder wie oft hast du den Ort gewechselt? Ja, es ist tatsächlich bin ich innerhalb von Deutschland ein bisschen rumgekommen, würde ich mal sagen. Also ich bin in der Nähe von Göttingen aufgewachsen, bin dann für den Zivildienst halt nach Würzburg gegangen, sehr schöne Stadt, und habe dann aber in Aachen studiert, weil ich nochmal ein Stückchen weiter weg wollte von zu Hause. Und dann habe ich in Aachen halt tatsächlich mich schon auf Pflanzen spezialisiert, fokussiert. Habe dann da aber ein bisschen so Limitierungen, was heißt gesehen. Also das Feld selber war halt sehr Pflanzenphysiologie bezogen und auch ein bisschen Biochemie, klar. Aber ich wollte gerne noch ein bisschen mehr haben und ein bisschen ökologischen Kontext haben. Deswegen bin ich dann halt nach Jena gegangen, weil es dort halt ein Institut für chemische Ökologie gab. Und da konnte man halt noch ein bisschen mehr die Auseinandersetzung von pflanzlichen Organismen mit ihrer Umwelt erforschen. Und dort bin ich dann durch Zufall auf die Blütenentwicklung gekommen. Da haben wir eine Überlappung tatsächlich. Und das hat mich total fasziniert gehabt, schon damals. Und das Institut war auch sehr gut ausgestattet mit Untersuchungsmöglichkeiten für Metabolismus. Und deswegen habe ich dann auch mit Metabolismus in den Blüten gearbeitet und bin dann halt später nach Heidelberg gekommen, weil halt mein ehemaliger Betreuer mir vorgeschlagen hat, doch jetzt einfach an einem anderen Thema mal
nach Entwicklungsbiologie zu gucken und da den direkten Zusammenhang mit dem Metabolismus zu untersuchen. Und tatsächlich bin ich da nie aus Deutschland weggekommen. Ich glaube, ich habe in Angola laufen gelernt, ich bin in Algerien zur Grundschule gegangen. Ich bin vorher relativ viel rumgekommen und ich war dann tatsächlich ganz zufrieden mit Deutschland, so auch für den Arbeitsalltag, auch was ich sonst so gesehen habe. Und ich reise auch sehr gerne. Ich habe auch aus meiner Doktorarbeitszeit sehr viele Freunde in Übersee. Ich dann auch gerne besuche, wenn ich das kann. Und ja, aber momentan bin ich tatsächlich relativ zufrieden in Deutschland und in der Hinsicht, ja. So richtig viele Ortswechsel außerhalb Deutschland gab es dann nicht weiter, aber ja, so habe ich ein bisschen was gesehen. Also ein Ortswechsel, vielleicht am Anfang von der Karriere, ohne Familie ist es vielleicht noch einfacher. Jetzt mit Frau und Kindern, wie sieht das aus? Seid ihr endgültig in Heidelberg angekommen oder reizt es euch nochmal diesen Mehraufwand zusätzlich zum Umzug des Labors? Ja, es ist immer riskant, in die Zukunft zu schauen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich werde wahrscheinlich in Heidelberg bleiben. Aber ich schließe nicht aus, dass ich probiere auch die Familien zu überzeugen, dass ein Sabbatical ab und zu in den kommenden Jahren nicht eine schlechte Idee wäre. weil ja, es könnte auch gut für die Kinder sein und kurzfristig, so für eine kurze Zeit nach Ausland zu gehen. Es könnte auch sein, dass es gibt eine wunderschöne, tolle Möglichkeit in Schweden oder irgendwo dann warum nicht? Man muss immer, bereit für das, was unerwartet ist, sein. Ja, du musst immer die Augen und die Hören aufzulassen, dass, ja, warum nicht? Und sonst, man langweilt sich ein bisschen. Ja, zur Langeweile kann ich momentan nicht so viel sagen, habe ich wenig Erfahrung zu meiner kleinen Tochter, meiner Partnerin. Wir sind noch eine Zeit lang auf jeden Fall in Heidelberg gebunden, aber sonst stimme ich Alexi dazu. Wir sind da auch offen für Veränderungen nochmal und ich denke, was wir, also noch einmal einen Umzug mit Familie werde ich mir wahrscheinlich nochmal gönnen. Irgendwann aber jetzt in den nächsten, also in der direkten Zukunft erstmal nicht. Aber ja, also gemischte Gefühle, sagen wir es mal so, weil Umziehen macht nie Spaß, das ist richtig. Aber halt die neuen Herausforderungen und Aufgaben, die auf einen warten können und die einen im Allgemeinen auch immer bereichern, das ist schon was, worauf ich auf jeden Fall immer gespannt wäre. Kommen gleich noch mal auf die Zukunft zurück, aber was ich gerade noch fragen wollte ist, du hast ja auch deine Gruppe umgezogen. Irgendwann mal, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, aber das war eine Minigruppe. So. Okay. Das stelle ich mir extrem schwierig vor. Ich hatte in Frankreich einen Doktoranden, das ist schon mit mir dort angefangen hatte und ist nach Heidelberg mit mir gekommen, die Virginie. Und das war sehr gut und es war auch ein bisschen so abenteuerlicher für sie, aber das ist ganz gut geklappt. Ich hatte auch einen Postdoc, aber aus familiären Gründen, das war schwieriger für sie zu, sie hat auch eine kleine Tochter. So, dann sie ist in Frankreich geblieben und dann für 2 Jahre bin ich regelmäßig zurück nach Frankreich gereist und das ist relativ gut geklappt. So den Labor zu umziehen, weil das relativ einfach, weil das sind so 2 Leute. So. Okay. Umziehen haben wir abgehakt fürs Erste. Aber was sind denn so fachlich noch Herausforderungen, die ihr euch gerne stellen wolltet in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren? Okay, ich wäre sehr froh, wenn wir in x Jahren ein gutes Verständnis auf molekularer Ebene
wie diese Zellen, die von denen die ganze Seitenwurzel sich entwickelt, so diese Precursors, so Vorfahren von der ganzen Struktur, sich modifizieren und haben die lernen nochmal sich zu teilen, ne, um sich zu vermehren. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, die Implikation von dieses ist relativ tief, weil man weiß, wie Zellen von und ich vermehre mich sehr viel Status auf, ich bin lang und spezialisiert, was diese Mechanismen sind. Aber das Gegenteil ist nicht so viel studiert. Und das ist wichtig, weil Pflanzen haben diese unglaubliche Fähigkeit zur Regeneration. Und man weiß, dass die genetischen Programme, die diese Regeneration ermöglichen, sind grob sehr ähnlich zu was bei einem Seitenwurzel ganz am Anfang passiert. So, ich möchte wirklich wissen, in ein paar Jahren, wie die Zelle diese Regeneration, Art von Regeneration, eine kontrollierte Regeneration schafft, dass sie macht ein neues Organ. Der größte Unterschied ist halt beim Regeneration, das passiert immer nach einem Trauma, so ein Schneid oder ein kleines Fies, ein Viech hat den Blatt angebissen oder was. So, es passiert immer etwas schlimm. Aber bei den Seitenwurzeln sieht nicht so aus. Sieht kein Ding, das hier rumknabbert, um einen Seitenwurzel zu machen. Die Zellen oder die Pflanzen kontrollieren das physiologisch. Und das wäre dann sehr, sehr für mich die größte Herausforderung, das zu verstehen, wie die Zellen diese genetische Programm wieder mal nutzt oder was ändert sich, dass es mal in einem kontrollierten Manner. Ja, also für die Etablierung von den Seitenwurzeln hast du die ausgewachsene Zelle ja. langgezogen und die lernen nochmal reaktivieren dann ja, ihr Wachstumsprogramm. Ja, 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 ja. Und genau. Wieso oder wie? Da! Die 1-Million-Dollar-Frage. Alles klar. Ja, das ist das, worauf ihr hinaus wollt. Ja. Genau. Und bei dir, Michael? Ja, nur ganz kurz zu dem Punkt, vielleicht ist es ja auch andersrum gewesen. Vielleicht ist ja tatsächlich erst die Seitenwurzel da gewesen und das System wurde später umgemünzt, um sich halt gegen Verwundungen Absolut. Ja. Solange es Pflanzen gibt, wird drin geknabbert. Ja, auf die Frage, ursprüngliche Frage zurückzukommen, das wollte ich nur schnell abhaken. Ja, also erstmal im Kleinen, auf jeden Fall würde ich sehr gerne dieses Projekt noch zu Ende führen, an dem ich gerade arbeite. Weil, wie bereits vorhin erwähnt, es schien erstmal relativ einfach, nachdem wir den ersten Link hatten und das sah alles sehr gut aus. Aber jetzt halt den Mechanismus noch komplett aufzuschlüsseln, das wäre schon schön. Also ich meine, das ist etwas, was ich mir fest vorgenommen habe. Was danach kommt, das ist wahrscheinlich auch vielleicht keine 1-Million-Dollar-Frage, aber sagen wir mal so eine 500.000-Dollar-Frage, könnte man fast behaupten. Da bin ich auf jeden Fall relativ offen und wie bereits vorhin erwähnt, ich würde auch gerne nochmal was Neues probieren. Und in Bezug auf Selbstwirksamkeit dann vielleicht in anderen Kontexten oder vielleicht auch in der Industrie oder halt in einem anderen Umfeld halt einfach nochmal mich ein bisschen abproben. Ist natürlich mit Familie alles nicht ganz so einfach, wie wir vorhin bereits erwähnt haben. So ein Umzug ist natürlich immer eine große Herausforderung. Das wäre die eine Option und die andere Option ist halt, wenn ich in der Lehre erhalten bleiben könnte in irgendeiner Form, aber halt der Lehre als solche, das ist etwas, was ich tatsächlich sehr zu schätzen gelernt habe. Im Idealfall lässt sich ja auch beides kombinieren, auf jeden Fall die Arbeit mit anderen Menschen, nicht nur mit Pflanzen. Vielleicht ist das Problem, dass die Pflanzen noch nicht immer so viel zurückgeben. Aber doch dann beides halt zu haben, das wäre mir tatsächlich am liebsten, ja. Du bist 39, ja? Ja, genau. Und das, ich weiß nicht, ist das alt für einen Postdoc? Oder wann, wie lange kann man in diesem Stadium Postdoc bleiben? Ach, du kannst wahrscheinlich theoretisch gesehen für immer Postdoc bleiben. Also gerade wenn das Projektgelder sind, die nicht an das Rahmenhochschulzeitgesetz gebunden sind. Die Frage ist, ob man das möchte. Und tatsächlich würde ich auch sagen, ich meine, immer mal was anderes auszuprobieren und nicht immer dein ganzes Leben lang exakt dasselbe zu machen. Das ist eine der Luxussituationen, die wir heutzutage haben, meiner Meinung nach. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich halt für immer und immer und immer und immer und immer Postdoc bleiben sollte, das fände ich, glaube ich, auch nicht ganz so reizvoll, muss ich sagen. Und von daher gesehen
ich möchte dieses Projekt auf jeden Fall sehr gerne noch zu Ende bringen. Das läuft auch gerade ganz gut. Und trotzdem auf mittelfristige Sicht halt auch, wenn es mit unserer Tochter ein bisschen einfacher ist, halt, dass sie einem Umzug positiv entgegensieht, könnte ich mir es auch vorstellen, nochmal aus Heidelberg wegzugehen, wenn wir jetzt halt hier nicht im direkten Umfeld was anderes finden. Das wäre noch eine Möglichkeit, genau. Okay, ich habe mal kurz auf die Uhr gespickt und ich würde sagen, ich würde jetzt mal meine Schlussworte sagen, es sei denn, ihr habt noch irgendwo einen Punkt, wo ihr sagen würdet, da ist was zu kurz gekommen oder irgendwas, was ihr noch erwähnen möchtet. Wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich. Ja. Das ist schön. Das freut mich, dass ihr wunschlos glücklich hier aus dem Podcast geht. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich vielen Dank, dass ihr hier wart und dass ihr mit uns gesprochen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.